Neuer Tag, neues Testvideo und damit herzlich willkommen beim Atzenberger. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Denn heute habe ich das hier besorgt, das werden wir gleich auspacken und testen und probieren. Wir haben Lakritzmäuse von der Firma Aseli, einer Berliner Manufaktur, die es seit 1921 gibt, steht vorne auf der Packung noch drauf. Und ich denke mal, diese weißen Mäuse, die kennt jeder von euch, die hat bestimmt jeder schon mal gegessen. Ja, jetzt habe ich die hier gefunden, Lakritzmäuse aus Schaumzucker. Fand ich sehr interessant, deswegen habe ich die jetzt einfach mal besorgt und die gucken wir uns jetzt gleich genauer an und probieren sie. Wir haben eine 120 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 2,99 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Jawohl, okay, dann würde ich sagen, genug der Fakten, es geht los. Ihr wisst schon, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist, jawohl, der Geschmack, wie immer gilt natürlich jetzt, auf damit und raus damit. So, da sind sie. Sehr cool. Gut, ich sortiere mal und dann geht's los. So, ich habe jetzt die komplette Packung geleert und hier rechts daneben hingelegt. Ihr seht schon, 11 Mäuse sind drin. Sehen auf jeden Fall ganz witzig aus, finde ich. Das erste, was natürlich auffällt, sie sind nicht komplett schwarz, wie man sich das eigentlich vorstellt von Lakritzmäusen, sondern sie bestehen halt aus Schaumzucker. Sie sind ganz weich. Vorne haben sie noch so rote Augen verpasst bekommen. Also ganz witzig auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auf den Geschmack gespannt. Und werde mal probieren. Es geht los. Also großmäßig. Auch ja, vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen lakritzmäßig. Aber nee, eher nicht. Okay, ich probiere mal. Ich beiße jetzt einfach hinein. Wir werden sehen. Ja, doch. Oh, schaut mal. Also ich habe wirklich einen leckeren Lakritzgeschmack. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt nicht total intensiv oder noch salzigen Lakritz, aber die sind auf jeden Fall lecker. Also bin ich mal wieder positiv überrascht. Ja, kann man mal machen, definitiv. Gut, das war der erste Eindruck. Dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt noch mal die Verpackung von hinten mit den Nährwerten und den Zutaten für die Leute, die sich dafür interessieren. Und dann gibt es schon mein Fazit zu dieser Sorte. Die Lakritzmäuse von Aseli aus Schaumzucker bekommen von mir den Daumen nach oben. Normalerweise wäre es der Doppeldaumen nach oben gewesen. Einen muss ich leider abziehen aufgrund des hohen Preises. Ihr habt ja selber gesehen, es sind nur 11 Stück in der Packung. 120 Gramm für 2,99 Euro finde ich dann doch schon ziemlich teuer. Bei der Konkurrenz bekommt man 150 Mäuse, allerdings von den Weißen für 5,99 Euro. Ja, und das ist doch preislich um einiges besser. Deswegen, wie gesagt, leider nur der Daumen nach oben. Ist ja aber trotzdem noch eine gute Wertung, also geschmacksmäßig sind die auf jeden Fall sehr lecker. Ja, schmecken nach Lakritz, ist allerdings so ein Einsteiger-Lakritz, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht besonders salzig oder so, sondern eher sehr süß. Ja, mir schmeckt es auf jeden Fall. Ob ich die jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, dafür sind sie mir zu teuer. Aber war schön, die mal probiert zu haben. Ich kann sie euch empfehlen. Wenn ihr drauf steht, probiert sie einfach mal. Schreibt mir mal was dazu in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Sorte aussieht. Wenn ihr die probiert habt, schmecken die euch? Oder sagt ihr auch direkt von vornherein, ist zu teuer, kaufe ich mir nicht oder was auch immer. Ihr wisst genau, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Das war's schon wieder für heute mit meinem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal vorbei. Es lohnt sich, denn ich mache jeden Tag neue Testvideos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.